Also mein Name ist Thomas Sütsch. Ich bin im Hauptberuf Professor für pharmazeutische Medizin an der Universität Basel. Also ich beschäftige mich mit der Kunst der Medikamentenentwicklung und Forschung. Und im Nebenamt präsidiere ich seit 6 Jahren eine Krankenversicherung in der Schweiz, die Helsana. Und seit 3 Jahren beschäftige ich mich hier klinisch mit der personalisierten Medizin an der Klinik Hirslanden. Ich bin von Haus aus Mediziner, habe auch schon sehr früh die Liebe zu den Medikamenten entwickelt und folgedessen war meine ganze Karriere darauf ausgerichtet, mich den Medikamenten zu widmen. Und ich habe unter anderem auch in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet und konnte miterleben, wie plötzlich eines Tages es möglich war, mit genetischen Tests vorherzubestimmen, ob jemand auf ein Medikament besser oder schlechter reagiert. Und dachte immer, Mensch, das wäre eine tolle Sache, so etwas mal patientennah auszuprobieren. Und dann hat mich die Karriere so in die Universität geschlagen, konnte mich dann mit Ökonomie auseinandersetzen, konnte mich auch mit der Pharmakoökonomie auseinandersetzen und dann natürlich am Schluss mit der Frage, wie man bessere Medikamente entwickelt. Nun ja, und eines Tages, als ich in einem Sabbatical war, habe ich den Entschluss genommen, dass ich doch das, was man genetisch machen kann, jetzt mal in der Praxis umsetzt. Und da sind wir dann bei der personalisierten Medizin, nämlich herauszufinden, ob wir mit Hilfe des Verständnisses der DNA des Menschen mehr herausfinden können, wie wir die Medizin verbessern und der Patient besser auf Medikamente einzusetzen oder einzustellen. Und so ist eigentlich die personalisierte Medizin eigentlich eine Art der individualisierten Medizin, in welche wir die DNA quasi als Quelle der Inspiration nehmen. Die DNA ist ja gewissermaßen der Bauplan des Lebens. Und was heute möglich ist, das war vor vielen Jahren gar nicht möglich. Und ich möchte gerne, dass die Patienten sich mehr mit ihrem Bauplan auseinandersetzen. Weil wenn sie ihren Bauplan besser kennen, dann können sie auch mehr mit Gesundheit und Krankheit umgehen. Und das muss die Aufgabe sein, auch im Rahmen der personalisierten Medizin, dieses Verständnis den Patienten näher zu bringen. Aber vielleicht noch als Hinweis, nicht jeder Bauplan wird auch umgesetzt. Das ist wie auf einer Baustelle. Wenn Sie eine gute Blaupause haben, heißt es noch lange nicht, dass dann am Schluss das Endprojekt dann so ausschaut wie auf dem Plan. Also müssen wir auch davon ausgehen, dass nicht alles, was bei uns im Genom in der Alpha-Helix steht, quasi auch umgesetzt wird. Zum Guten und zum Bösen.